So, gerade bin ich nochmal kurz wieder da, ein kurzer Einspieler. Und zwar bin ich jetzt auf dem Breitengrad jetzt der Sahara, beziehungsweise Breiten- bzw. Längengrad von Sahara so ein bisschen. An Gibraltar ging es vorbei, hier ging es überall dran vorbei. Bin 800 Kilometer vor dem Einsatzgebiet und es ist gerade die Forschung abgeschlossen worden. So, was eigentlich eine super Sache ist. Theoretisch könnte ich jetzt schon wieder in den Hafen anlaufen, aber ist gerade egal. Das wird auch nun so gehen. Ich glaube, es ist eine sehr gute Idee gewesen, den Ingenieur, der schnell forschen kann, hier in die Forschung zu packen. Das macht gerade den Eindruck, als wenn das eine sehr, sehr gute Idee gewesen ist. Mehr Ersatzteile, Erste-Hilfe-Käufer, Kaliumabsorber werden verfügbar. Nee, was möchte ich denn das nächste Mal auf jeden Fall im Hafen haben, wenn ich nochmal einen Hafen anlaufe? Eigentlich den dicken Torpedo, ne? Den Zaunkönig könnte man. Oder mehr Munition. Mein Munitionstypen, mehr Munition. Ja, komm, weißt du was, dann... Was soll es denn? Dann eben den dicken Torpedo, den T5er Torpedo. Obwohl ich immer noch irgendwie der Meinung bin, dass der Zaunkönig hin und wieder ein bisschen verbuggt ist. So, weil die letzten paar Male, wo ich den Zaunkönig verwendet habe, ist er nämlich einfach nur gerade ausgeflogen, ohne irgendwie Sinn oder so. Oder ohne sich selber akustisch zu lenken, sagen wir mal so. Deswegen, ja. Keine Ahnung, ob das jetzt so, ob der Zaunkönig jetzt so unglaublich Sinn macht. Ich finde, der beste Torpedo ist tatsächlich der T3-Torpedo mit der Magnetzündpistole. Damit habe ich bislang so eigentlich die besten Erfolge gehabt. Gut, dann kachel ich nochmal die restlichen 800 Kilometer bis hier unten hin und dann wird man dann sehen, ob ich irgendwas finde. Hier unten in Afrika, warum ich auch immer hier sein soll. Bis denn. Zeit. Willkommen zurück an Bord von U764. Ja, das müsste Folge 21 sein, die ich jetzt aufnehme. Ich bin ganz weit nach Süden gefahren. Insgesamt, weiß nicht, wie viele Kilometer das waren, irgendwie 2000, 1000, irgendwie sowas. Da fährt das Boot gerade vorbei. Wunderschön. Ja, man hat gerade am Einspieler gesehen, 800 Kilometer vor unserem Ziel war dann auch die Forschung abgeschlossen, was sehr, sehr schön ist. Wirklich, dann haben wir noch was, wo man sich drauf freuen kann, wenn man wieder zu Hause ist. So, von der Position her, wir schauen gerade mal auf die Karte, sind wir jetzt hier unten. Also direkt vor Französisch-Westafrika, eigentlich direkt vor der westafrikanischen Küste, so. Und zwischen Kap Verde und der westafrikanischen Küste, so. Also genau, wo man jetzt eigentlich hin wollte. Ja, unser Auftrag ist jetzt folgendermaßen, hier sollen irgendwelche Frachter durchkommen. So, entweder hier durch oder sie fahren so durch in Richtung Gibraltar. Gibraltar ist immer so, das kann man sagen, zu der Knotenpunkt, wo sich alles ein bisschen knubbelt. Von hier aus, von Gibraltar, geht das natürlich auch aus irgendwie so weg. Das sind, denke ich mal, so ein bisschen die Richtungen, aus denen der Feind kommen kann. Sagen wir mal so, nee, das ist Wurst. So, aber sagen wir mal, von hier aus, wenn er dann aus Halifax kommt, haben sie ungefähr so solch einen Generalkurs, kann man sagen. Also, das sind so die Fahrtrouten, die so, wo man sich so vorstellen kann, dass man in dieser Richtung oder auf diesen Kursen Schiffe antrifft. Weswegen ist da natürlich für ein U-Boot, die paar hier machen wir wieder weg, die stören nur, weswegen ist da natürlich für ein U-Boot ziemlich schlau, ist genau das auszunutzen. Ich möchte Folgendes machen, ich möchte mich hier in die Mitte begeben, damit man noch schön viel Platz hat, um in alle Richtungen in irgendeiner Weise auszuweichen, falls mal was passiert, man weiß es ja nie, und dann in einen waagerechten Zickzackkurs zu verfallen, möglichst lange für alle Nord-Süd-Kurs fahrenden Schiffe in Horchweite zu bleiben. So, heißt... Das würde man dann so machen. Wir können
weiß ich gar nicht, in was für einem. Ich glaube, du musst erstmal schauen, was für ein Zustand jetzt die Kiste überhaupt ist. Batteriekapazität 71% und ich fahre auch auf Batterie. Luft ist perfekt. Treibstoff ist erwartungsgemäß nach so einer langen Reise. Und ansonsten, ja, die Moral ist ja, so lala, ne? So, dann fahren wir erstmal die Hälfte der Strecke. Das sind noch so 250 Kilometer bis ziemlich in die Mitte dieses markierten Seegebietes, dieses Einsatzgebietes. Und zwar mache ich das normalerweise so. Ich bin mir sicher, dass ich das schon mal irgendwann erklärt habe, aber ich mache es für all die, die das vielleicht noch nicht gesehen haben, mache ich es nochmal. Ich betreibe beide Maschinen, auch für Langstreckenfahrt. Gerade wenn man die E-Maschine batterieseitig was weiter ausbaut, wird die immer nützlicher. So, ich weiß, dass die originalen E-Maschinen von damals nicht sehr lange gehalten haben. Wenn man die auf langsame oder kleine Fahrt betrieben hat, haben die, keine Ahnung, 4-5 Stunden gehalten. Dann war irgendwie Schicht im Schacht. Ich glaube, wenn man eine E-Maschine damals AK gefahren hat, waren die Batterien nach einer Stunde leer oder so. Das war relativ ineffizient alles. Ja, ich glaube, im Spiel ist das jetzt nicht so ganz so, da halten die Batterien schon ein bisschen was länger, aber man möchte sie trotzdem weiter ausbauen. So, heißt, ich würde einmal so weiterfahren wollen. Habe ich eigentlich dieses Radargerät, kann man das jetzt sehen? Genau, das Radarfunkmessgerät, das ist wunderschön. Das zeigt nämlich eine Radarpeilung an, die sich eventuell hier im Umkreis befindet. Und eine Radaranpeilung soll heißen, zum Beispiel ein Flugzeug oder ein feindliches Schiff, was über ein Radargerät verfügt. Und das in einer Entfernung von, lass es gerade mal abmessen, 23 Kilometer, da steigen die Chancen dann doch um ein Vielfaches, dass man sich rechtzeitig getaucht in Sicherheit bringen kann. Was sehr, sehr schön ist. Also funktioniert allerdings nur, wenn man über Wasser am Horchgerät sitzt. Was man sonst eigentlich nie macht, wenn man nie ans Horchgerät zu gehen braucht. Aber in dem Fall macht das tatsächlich Sinn. So, das heißt, man kann das jetzt mal vorspulen. Normalerweise mache ich das immer offscreen, weil das ja eigentlich nur mehr zum Suchen gehört. Und wir können jetzt hier mal ein bisschen Kasala geben. Jetzt kann man unten sehen, wie sich die Offiziere erholen und die im Dienst sind, müde werden. Das ist ja im Zeitraffer, kann man das sehr gut sehen. Dann schmeißen wir mal die Dieselmaschine an, reduzieren auf halbe Fahrt, um ein bisschen Treibstoff zu sparen, weil jetzt ist die Batterie schon runter auf 97%. So, den Kreiselkompass, den kann man eigentlich mal kurz abschalten. Ich muss ja gerade nicht so manövrieren, richtig. Es reicht ja, wenn er so die Position bestimmt. Super lecker Sonnenschein haben wir jetzt gerade auch. Es ist eigentlich alles wunderbar. So. Oder? Ja, sieht sie auch so. Gut. Dann geht es weiter. Zack, zack. Dauert jetzt aber ganz schön lange, bis die Batterie wieder geladen ist. Platsch, jetzt die Batterie wieder geladen. Jetzt haben wir 5 Uhr nachmittags. Kann ich wieder umschalten auf E-Maschine. Und E-Maschine Großfahrt voraus. So. Er ist jetzt mit seiner Müdigkeit auf Hälfte. Den schicke ich jetzt pennen. Den Ingenieur an den E-Maschinen auch. Dafür geht der andere in Einsatz. Der Captain geht pennen. Und der 1WO übernimmt die Karte. So fahre ich dieses Schiff eigentlich schön redundant, sodass möglichst wenig Treibstoff verbraten wird. So. Ja. Du darfst aufstehen, mein Freund. An die Karte. An die Karte. So, warte mal, die Sneakies kommen mir gerade entgegen. Hallo, lass mich mal bitte da rein. Lasst immer bitte den 1WO da durch. Dankeschön. So, dann kann man gerade mal gucken, ob irgendwas in der Bilge ist. Oh, 1 Kubikmeter schon. Immerhin. Jetzt hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, dass es etwas weniger ist. Normalerweise nur so 3, 4 oder so.
Weil es wurde irgendwann im Spiel gepatcht, dass auf normaler Marschfahrt alle Viertelstunde oder 20 Minuten ein Matrose automatisch die Lenzpumpe anschaltet. Sodass man, wenn man über die Karte im Schnellreisemodus fährt, so wie wir hier gerade, dass sich dann gar nicht mehr so viel ansammelt. So, aber das hat soweit eigentlich ja ganz gut funktioniert. So. Die Maschine, ja. Ich könnte ein bisschen was für die Moral tun eigentlich, ne? Überlege gerade. Könnte ein bisschen was für die Moral tun. Wer denn genug? Lass mich gerade mal schauen, wie viel Futter wir haben. Ob ich noch zusätzlich was Futter zuteilen kann. Oh, oh ja. Oh ja. Das ist aber sehr viel. Stimmt, wir hatten letztes Mal so extrem eingekauft. Weil wir so extrem viel Beute gemacht hatten. Ich erinnere mich dunkel. Pass mal auf, dann teilen wir noch 20 Gemüse zu. Und noch 20 so Fleischdinger hier. So. Einfach nur Gemüse, Fleisch, Brot, alles durcheinander. Gönnt euch, Jungs, gönnt euch. So. Ja, ansonsten, ja, gut, okay. Ansonsten ist irgendwie alles beim Alten, weil man hat ja noch nichts gemacht. So. Du kannst gut kochen. Schmeckt dir denn wenigstens, lieber Jung? Wahnsinn. So. Und weh, das schmeckt nachher nicht so. Nein, ich feiere jetzt hier nicht wochenlang rum, um dann irgendeinen Scheiß zu essen. So, ja, komm. Ich stell dich mal an die Karte und dann geht's für uns noch ein bisschen weiter. Ding, 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 eins. 2, 3, so. Jetzt bin ich weitere drei Stunden auf E-Maschine gefahren. Und jetzt könnte man eigentlich mal Folgendes machen. Weil alle größtenteils ausgeruht sind, kann man jetzt eigentlich mal Folgendes machen und sich hier... Ey, lass mich mal durch. So. Sehr wohl, Herr Kalor. Einmal kurz die Tanks bewässern, um zu horchen, ob keiner horcht. Weil die Wahrscheinlichkeit, irgendetwas zu finden, was über Wasser durch Zufall jemandem oder mir in die Arme fährt, ist halt relativ gering. So, das heißt, häufiges bzw. regelmäßiges Horchen ist eigentlich schon Pflicht. So. Und damit man das nicht ständig machen muss, sondern sich ein bisschen Zeit sparen kann, hat der Spieleentwickler dankenswerterweise den Routinemodus hier, das ist dieser blaue Knopf mit den Hörern da, den Routinemodus erfunden. Da kann man einmal draufklicken, dann taucht das Boot von ganz alleine und taucht auch wieder auf. So, und währenddessen werden automatisch auch hier Offiziere an die Horchstation eingesetzt und all sowas. Das ist ein automatischer Arbeitsablauf, der dann gestartet wird, sobald man da draufklickt. Luftkompressoren sind ausgeschaltet, das Boot taucht auf 50 Metern. Der am meisten ausgeruhte Horcher geht zur Horchstation, der Horcher sucht 5 Minuten lang nach Schraubengeräuschen, das Boot taucht wieder an die Oberfläche. An der Oberfläche werden die Luftkompressoren eingeschaltet, um die Druckluft wieder aufzufüllen. So, und das macht das Ding dann vollständig automatisch. Du musst ja nur einmal draufklicken, dann macht das Ding dann vollkommen von allein. Sehr, sehr schön. Eine doch ziemlich große Erleichterung, möchte man sagen. So, vielfältige Gerichte, Grundlage, wunderschön. Dann, damit steigt dann auch wieder die Moral ein wenig. Leider nur ein ganz kleines wenig, aber... Ein ganz kleines bisschen. So, wir tauchen mal kurz ab. Loop. Sehr schön sehen. Ich finde die interaktiven Anzeigen im Boot finde ich immer noch sehr schön. Finde ich immer noch sehr schön. Ich halte mich tatsächlich sehr gerne im Boot auf irgendwie. 60. 60. Maschine läuft mit 250 Umdrehungen. Große Fahrt, 250 Umdrehungen. Kann man da sehen. Steuerbordwelle und Backbordwelle. Auch direkt schon in den passenden Farben für Steuerbord und Backbord, also grün und rot. So, und wenn dann... Wir sind jetzt unten, ne? Genau. Wenn wir nämlich jetzt unten sind, dann kann man nämlich jetzt Folgendes machen. Wir wecken mal den Jürgen.
Kapitän? So. Oh, du bist schon wach. Da brauchst du ja schon mal nur aufstehen eigentlich. Das ist ja wunderbar. Und den kann man dann nämlich hier direkt mal an den Horchfunk setzen. Dabei schaltet man dann die Maschinen ab, dass nichts stört. Und dann hier oben auf die längste Welle schalten. Ich habe eine Langwelle, Mittelwelle und H für, keine Ahnung, hohe Frequenz oder auf jeden Fall Kurzwelle. So. Heißt, die Langwelle wird am längsten übertragen, während die Kurzwelle dann am genauesten zu horchen ist. Das heißt, wenn ich irgendetwas auf der Kurzwelle höre, ist dieses Etwas, egal was es ist, schon relativ nah bei mir. Während ich es auf der langen Welle höre, oder auf den, sagen wir mal, niedrigen Frequenz. So. Kann man das so sagen? Ich glaube schon. Dann ist es relativ weit weg, beziehungsweise dann ist auch die Peilung relativ ungenau. So, und das heißt, wird man gerade kurz leise sein, Augenblick. Da blubbert die Küche vor sich hin. Wird man die noch in der Kombüse den Koch am Werke? Aber Schrauben höre ich nicht. Herr Kaloy? Ja. Gut, dass im achteren Bereich die Schiffskantine alles übertönt. Der mit seinen blubbernden Pötten da. Gibt's ja gar nicht. Kann ich sein komisches Welschfleisch nicht später einkochen? Das gibt's überhaupt nicht. Naja. Es ist leider so, ich würde es gerne so haben, dass einfach, dass dann auf Tauchfahrt einfach alles abzuschalten ist. Normalerweise hat man, wenn man auf, sagen wir mal so um die 30 Meter taucht oder so, hatte man das tatsächlich auch noch, dass man dann irgendwelches Zirpen oder Piepsen vom Funkschapp hört, also vom Funkgerät hört. So, weil er ja auch noch, weil das Funkgerät ja über Wasser ja auch mal betrieben wird. Wenn man allerdings auf 60 Meter taucht, dann ist das Funkgerät endlich still, dann funktioniert das nämlich nicht mehr und deswegen hat man jetzt wenigstens mal Ruhe. Aber ich höre auch nichts. Wird mir sonst irgendwas auf der Karte angezeigt, wenn ich ein paar Minuten warte? Also ich selber höre jetzt nichts. Ich glaube es aber auch nichts. Im Bereich. Ne, absolut nicht. Ja, das ist ein bisschen ungünstig. Das heißt, wir fahren direkt wieder ab. Hoch auf Seerohrtiefe. Das bringt dann gerade einfach gar nichts. So. Kann der Jürgen eigentlich fast wieder schlafen gehen? Oder warte mal, hat der Jürgen irgendwelche Fähigkeiten, die uns von Nutzen sind? Zum Beispiel Koch oder so? Oder kann der irgendwie tanzen oder so? Nee. Gute Beziehung zum Hauptquartier hat er nur. Okay. Ja, das ist alles gar nicht mal so gut. Jawohl. Das heißt, wir gammeln ein wenig vor uns hin, wie man so schön sagt. Kapitän? Weil es jetzt tatsächlich darauf ankommt, ja, eigentlich nur zu suchen. So, also das gesamte Seegebiet absuchen und hoffen, dass man irgendwann mal irgendwie was findet. Hoch geht's. Hoch geht's. Da kann man jetzt auch noch den kleinen Tiefenmesser sehen. Der Tiefenmesser, der nur bis 25 Meter geht. Und diese Säule hier, das ist der sogenannte Papenberg, nach dem gleichnamigen Erfinder, der für die Höhe des Bootes auf Seerohrtiefe zuständig ist. Das heißt, diese Wassersäule wird nur auf Seerohrtiefe verwendet. Das ist quasi ein U-Rohrmanometer für Höhe, wenn man so will. So. Und es ist schön, dass das tatsächlich alles funktioniert. Dass sie das gemacht haben, dass es alles funktioniert. Diese komischen Anzeigen hier, die da steht so gut wie überhaupt nichts dran, das kann ich jetzt leider irgendwie nicht identifizieren. Das dürfte wohl
Luftdruck sein. Aber diese hier, ich glaube, die funktionieren auch gar nicht. Ich glaube, die funktionieren auch gar nicht. Also die sind nicht wirklich interaktiv oder so. Das dürfte wohl für Tauchtrimzellen und was weiß ich nicht alles sein. Gewesen sein. Aber schon ziemlich komplett, finde ich. Also ich finde alleine den Innenraum sehr, sehr authentisch. Das schaut man sich immer wieder irgendwie gerne an. Also wenn ich da mal so Lust drauf habe, mir das einfach anzugucken, dann fällt immer wieder auf, dass da eine ganze Menge an Arbeit reingeflossen ist. So, aber jetzt bin ich ja, warte mal, jetzt habe ich mich so viel verquatscht, jetzt will ja eigentlich nicht so viel doof rumlabern, sondern mal ein bisschen was tun hier. Arbeiten. So. Ja, Tanks anblasen, genau. Kannst auch direkt die Kompressoren zuschalten, um die Pressluft, die jetzt da flöten geht, wieder rein zu pumpen oder was. So, genau. Oh, lass mal die Leute durch. Das Boot taucht auf, das Boot taucht auf. Nee, oder? Das Boot ist sogar schon oben. Schwupp. Da sind wir nämlich. Hervorragend. Aber da es ja gerade Nacht ist, kannst du mich mal bitte auf Rotlicht schalten. Dann sieht man nämlich im Dunkeln ein bisschen besser. So. Das wiederum bedeutet dann jetzt, dass wir jetzt hier ein bisschen loslegen. Schwupp, schwupp, schwupp. ...12 Uhr. Ich schalte auf Dieselmotor, Dieselmaschine halbe Fahrt voraus. Und dann können wir nochmal die Offiziere wechseln, weil die ersten sind ja müde. So. Und ich glaube, jetzt, wo wir einigermaßen in der Mitte sind, würde ich gerne einen Suchkurs planen. Und zwar immer von links nach schräg. Einmal von hier nach dort, nach hier, nach dort. So, die Richtung. Immer so hin und her und hinten und her. Dass man ein möglichst großes Gebiet hier in diesem Seebereich abdenkt. Und ja, da gehe ich jetzt auf Suche. Sobald ich was gefunden habe, melde ich mich wieder. Bis denn. Ciao.